Moin Leute, ich bin's nochmal, euer Turbo Hani. Wir probieren heute alle sechs Sorten Gönnergy von Montana Black aus. Und ja, heute haben wir noch einen Special Gast, das ist der Vita. Komm rein, mein Lieber. Hi. Lange nicht mehr gesehen. Ja. Ja, ein guter Kollege von mir. Und wir ziehen auch so ein paar Sachen gemeinsam auf. Und deswegen haben wir gesagt, wir drehen halt das Video gemeinsam um. Wir wollten auch mal alle sechs Sorten gemeinsam probieren und gucken, wie das schmeckt. Der eine hat den Favorit, der andere den. Und jeder hat halt einen anderen Geschmack. Und deswegen ist es gut, wenn zwei Leute das auch probieren. Genau. So, fangen wir mit dem Blauen an, würde ich sagen. Ja. Was haben wir denn? Hey, Blueberry Coconut. Genau, also so gesehen das weiße Red Bull. Ja. Der 0,5 Variante. Richtig. So. Tasty Test. Tasty Test. Sag mal so, ehrliche Meinung, in dem Moment, es riecht halt schon ein bisschen nach Seife. Ich finde die schön. Ich finde den Geruch schon geil irgendwie. Also mal so, der Geruch. Ja, ein bisschen mehr, ne? Der Geruch ist aber nicht dasselbe wie der Geschmack. Hoffen wir. Sag mal so, die meisten wissen ja auf jeden Fall, dass wir das Blau relativ oft in live getrunken haben, beispielsweise auf TikTok. An die ganzen, die auf YouTube zuschauen. So ist es. So, wie man sieht. Leicht bläulich. Ja. Prösterchen. Prösterchen. Auf Montana Black. Wird ihr jetzt das Video schauen? Ich kann den Geschmack gar nicht definieren. Ach, echt nicht? Schmeckt geil, aber. Du hast halt eher viel mehr diesen Blaubeerengeschmack und es kommt halt so dieser ganz, ganz leichte Kokosnuss raus. Hinten raus, ja. Das ist auf jeden Fall deutlich intensiver als das weiße Red Bull. Nichts gegen Red Bull, ich bin Fan aller Favorites, aber ja. Da sieht man aber wieder, dass die Geschmäcker komplett verschieden sind, dass ich das anders da rausschmecke, wie du halt ja, einfach rausschmeckst. So, er ist Raucher, ich bin nicht Raucher. Hat aber jetzt nichts damit zu tun. So, hi Hammer, Raspberry Cheesecake. Ja. Sagen wir so, man hat auf jeden Fall nicht viel Gutes gehört, muss ich gestehen. Aber wir wollen halt natürlich hier nicht schlecht reden. Jeder hat halt einen anderen Geschmack. Ach, riecht schon nach Cheese. Oder als was willst du? Ich bin halt ehrlich, es riecht halt ziemlich geil nach Erdbeerkäsekuchen. Keine Frage. Aber diese Vorstellung, dass du das jetzt trinkst und jetzt nicht isst, sind so hart zwei Paar Schuhe. Ja, müssen wir halt so viel reinmachen. Ja. Boah, scheiße. Grüßerchen. Grüßerchen. Gab es nicht mal eine Brause, die so ein bisschen danach gerochen hat? Er spricht auf jeden Fall eine komplette Kaufempfehlung aus. Ich weiß noch, was das schmeckt. Ich kann es auch mit Fieber beurteilen. Ich meine, es schmeckt fruchtig, ja. Vielleicht eher so noch. Ja, Beere schmeckt schon ein bisschen raus. Hinten raus. Aber Cheese? Doch, du schmeckst halt schon diesen Käsekuchen raus, aber auf jeden Fall schmeckst du eher die Erdbeere. An die Raspberry, oh. Das ist kein Strawberry, es ist Himbeer. Himbeer, ja. Sorry. Ich will auf jeden Fall mal ein bisschen Kindheitserinnerung bei den meisten wecken. Kennst du diese weiß-roten Bonbons? In so einer weiß-roten Verpackung, ich werde es mal einblenden, wenn ich das Bild finde. Die haben genau denselben Geschmack wie die hier, wie das Getränk. Es kommt mir 100% bekannt vor, deswegen wusste ich das gerade. Aber also immer so, wenn du ein Bild von denen sehen würdest, du wüsstest direkt, was ich meine. Ja, sicher. Was wir auch nachher machen werden, wir werden nachher eine Reihenfolge machen von der Aufstellung, wie wir quasi die Geschmäcker einordnen würden, sag ich mal. Ist auch Spaß gesagt, Blau jetzt Platz 1.
Orange wäre Platz 2 und Rot wäre Platz 3. Ja, machen wir mit allen 6 nachher am Schluss, wenn wir alle probiert Ja, haben. aber dann machst du zuerst deine, dann mache ich nämlich meine, damit wir zwei verschiedene Meinungen, zwei verschiedene Geschmäcker haben. Ja. So, probieren wir mal ein Hai. Das Law ist Tropic. Tropical Exotic. Ich bin auch eher so der Exotik-Typ, wie bei Monster Mango Loco. Genau. Dass es da, glaube ich, intensiver ist, ich weiß es nicht mehr. Boah, du riechst jetzt schon Ja. nach Mango. Ich kann es aber auch nicht 100% definieren, was das ist Der tatsächlich. Mango-Geruch kommt raus. Echt? Bin ich schon. Also ich finde, da kommt gar nichts an Geruch raus. Das ist halt eher so ein. Also du weißt, es ist fruchtig, aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich ihn einstellen soll, sage ich jetzt mal, oder hinstellen soll. Wenn sie mal fair. Schöne Farbe wieder. Also wie die angelehnt natürlich an die Dose. Oder wie der andere, tatsächlich. Ja. Mango schmeckt so raus. Ich kann es nicht definieren. Also auf jeden Fall hast du dieses Süße, also dieses, also du hast diese exotische Frucht, hast du. Ich kann es nicht sagen, was das für eine genau ist. Ich hätte auch gesagt Mango. Aber es ist halt trotz dessen nicht die Süße von der Mango. Kannst du, ich würde sagen, kannst du machen, aber für mich ist aktuell noch blau besser. Ja, aber zum Glück machen wir das ja nach den neuen Sorten, weil die hole ich jetzt mal gerade schnell an die Seite. So ist es. Weil, das muss man ja auch gestehen, die Mutter schreibt ja auch selber auf den Dosen, eiskalt genießen. Die haben jetzt tatsächlich eine ganze Nacht im Auto bei mir gelegen. Und ihr wisst ja, wie kalt es aktuell ist. Aber das sind die First Editions. Auch an die, das weißt du auch nicht, hundertprozentig nicht. Und zwar ist unter dem Deckel ein QR-Code, ein Code. Ihr könnt auf der offiziellen Seite von Gönnergy eingeben und dann könnt ihr euren Favorite, der dann als OG gewählt wird, wird dann auch dann zu den offiziellen Sorten rauskommen. Ach, das sind nur Probesorten. Das heißt, die bleiben gar nicht durchgehend wie Nee, die nee, ersten nee. drei. Nur einer von denen. Ah, Der okay. meisten gewählte bleibt dann halt bei den OGs und der wird dann halt dann auch dann auf Standard produziert. Ah, krass, krass. Siehst du, Leute, das habe ich persönlich auch nicht gewusst. Ich habe gerade zu den drei neuen Sorten, die wie die ersten drei Sorten, die kommen und bleiben. Ja, was ich noch geil finde, ist wirklich, also zumindest bei dem Grün, einfach, wie ihr in der Kamera vielleicht ein bisschen leicht erkennen kann, die Farbe ist, die fetzt einfach. Genauso wie der lila Ton hier. Ja, mein Ford Focus hat natürlich halt beide Töne, ne? Das fetzt natürlich noch mehr. Ja. So, aber darum geht es heute nicht. So, probieren wir jetzt mal. Der White Peach. White Peach, ich bin wirklich so Typ Pfirsich eigentlich. Ich mag Pfirsich. Zitat, Montana Black, Bammelihau. Minze. Also ich muss ehrlich gestehen, Ich weiß es nicht. ich hatte ihn ja schon heute getrunken. Das ist halt einfach Eistee Pfirsich, in dem Sinne Sparkling. Und es wie bei den ersten Sorten auch schon kein Zucker drin, sondern Süßmittel, sage ich jetzt mal. Und laut Monte selber sind das hier die größten Brüder von den dreien. Ja, sieht wie so Limonade aus, ne? Genau. Weiß, was wir nachher auch machen. Wir sagen auch noch euch, welche Favorit, wir trennen die nachher auch. Wir teilen die einmal komplett ein und einmal teilen wir die ersten drei und die letzten drei an. Also die alten drei und die neuen drei. Welcher von dort wirklich Favorit wäre?
leichte Prickel, du merkst, ist das halt so einen leichten Sprudelgeschmack. Genau, das ist ja dieser Sparkling. Das ist die Kohlensäure. Mhm. Also eigentlich kann man den vergleichen mit leichte Säure. Mit ja, Eistee mit Kohlensäure, so Lipton, also, Lipton Sparkling. Also ich sagte, ich schmeck den Pfirsich nicht raus. Das schmeckt für mich wie ein Limonadengetränk. Nee, schmeckt auf jeden Fall den Pfirsich daraus. Aber das ist der Vorteil, wir haben zwei verschiedene Geschmacksmeinungen. Richtig. Und deswegen machen wir das auch zu zweit, dass er von zwei Leuten die Meinung hat, ne? Kann natürlich auch jetzt leicht verfälschen, weil wir halt alle sechs nacheinander trinken, ne? Das ist halt so. Nein, tatsächlich nicht. Das Glas könnte es eher, aber dadurch, dass wir wirklich hier einzelnen Schluck rausholen, haben wir auch da keinen wirklichen. So, jetzt geht's an die Purple. Genau, Juneberry Jam. Hast du den schon getrunken? Nur einen Schluck, aber das weiß ich schon gar nicht mehr wie, ne? Keine Ahnung. Juneberry ist auf jeden Fall der. Sorry, dass ich das gerade so hart vergleiche, aber Juneberry ist die Summer Edition von Red Bull, aka Sea Blue Edition müsste mittlerweile sein. Also den Code hier und der. Genau. Ah, Leute, also falls ihr wissen wollt, der Code ist nicht drinnen, der ist von außen. Das hier. Hier auf der Nase quasi. Schlecht riechen, tut er jetzt nicht. Ich auch was nicht sagen. Auch wieder mit Farbe. Also jede Farbe ist auf jeden Fall an die Dose angelehnt, beziehungsweise ja doch eher an die Dose, glaube ich. Oder ich glaube eher tatsächlich an den Getränk, was nachher rauskommt. Ich werde danach so einen krassen Schock bekommen, Alter. Das Geile ist, die Dinger sind Zero. Muss ehrlich gestehen, das ist ein Traubensaft mit Kohlensäure. Finde ich jetzt. Also das hat schon ein bisschen Traubensaft-Vibes. Schon. Schmeckt halt einfach die Traube raus und Kohlensäure. Ja, aber es ist aber keine Traube, das ist ja. Das ist was ganz anderes. Meistens würde ich es wahrscheinlich in den Kommentaren schreiben, Klugscheißer, aber das ist eine Frucht, eine Beere, die an einer Mauerwand runterwächst, wie ich es gelesen habe. Trauben, ja, gut. Also so eine Art, so eine Art Bergbeere, Mauerbeere, keine Ahnung. Korrigiert mich ruhig, das ist kein Ding. Aber. Irgendwie hab ich mal doof reingelesen. Jetzt kommen wir zu Sweet Lemon. Genau. Das soll eigentlich sein so eine Art, wie soll ich sagen, Lemon mit ich komme auf den Namen nicht, Lemon. Warte, wie heißt die grüne Frucht? Limette. Genau, Lemon mit Limette soll das darstellen, soweit ich das weiß. Das hat keinen wirklich typischen Geruch. Du riechst auf jeden Fall die Limette raus. Sieht für mich auch aus wie so eine Limonade. Eine helle. Ja. Sieht auch milchig aus, also diesmal nicht angepasst an die Dose. Was jetzt ein bisschen schade ist, aber. Ja, aber du kannst ja nicht alles anpassen. Nee, klar. Das war halt cool mit den Dosen jetzt, dass die zusätzlich noch die Farbe hatte. Ne? Mhm. So ein farbliches Getränk. Ja, das auf jeden Fall so diesen leichten. Hat auch diesen Limonadengeruch, ja. Mhm. Das Milchige. Ist halt 7er. Das ist halt Sprite 7-Up. So ein typischer Zitronen, Limetten. Nur, dass aber wirklich nicht, du merkst, da würde
für ein 7-Up oder an Sprite ranzukommen, viel mehr Kohlensäure, ne? Ja, genau. Aber kommt über den auch. So Leute, jetzt fangen wir an, also fange ich mal zu atmen an. Für mich ist klarer Favorit der Blaue. Für mich ist es schwierig. Warte ich auf Nummer 2. Muss gerade selber überlegen. Der auf jeden Fall nicht. Die schenken sich alle nicht viel, muss ich sagen. Warte, ich muss gerade gucken, die zwei Dosen sehen mich fast gleich aus. Der ging noch, den hätte ich wirklich. Da sehe ich auf Nummer 2. Tatsächlich der Raspberry war nicht so schlecht. Nummer 3. Dann der White Peach. Dann Bär. Und der grüne wäre für mich das Sweet Lemon. Nummer 6. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr krass in der Kamera. Oder auch nicht. So, wie gesagt, der blaue Gönnergy ist Nummer 1. Dann kommt Tropical. Dann kommt Raspberry Cheesecake. Dann kommt White Peach. Dann kommt, keine Ahnung, Blueberry Jam. Dann kommt Sweet Lemon. Alles auf jeden Fall meine Reihenfolge. Meine Reihenfolge wäre auf jeden Fall wie folgt. Ich würde tatsächlich den Exotic auf die 1 stellen. Dadurch stelle ich auch einfach Eistee für sich fern mit den auf die 2. Der, sorry, der muss ganz nach hinten. Der muss ganz nach hinten. Dann würde hier Coconut kommen. Und da streiten sich bei mir aktuell die Geister. Ist eigentlich ein Platz, muss ich ehrlich gestehen. Aber der ist auf jeden Fall bei mir auf letzten Platz. Also, wir haben auf jeden Fall klar 1, 2 und 3. Die streiten sich um Platz 4. Genau, die sind beide auf Platz 4. Und der ist auf jeden Fall auf Platz 6. So, ich würde jetzt, wenn wir jetzt nur die ersten holen würden, warte, das war der letzte. Ne, das war einer der ersten. Die zwei sind die neueren schon. Genau. So, machen wir es mal kurz aus dem Bild. Und dann Ich gibt's. glaube, das ist der White Genau. Peach. So, von den ersten, wie gesagt, der blaue steht bei mir auf Nummer 1, bleibt auch Nummer 1. Tropical Exotic würde ich auf Platz Nummer 2 machen und dann auf Nummer 3. Ja, Küsschen schon. Ich glaube, dass bei uns, glaube ich, eher diese Meinungsverschiedenheit erst kommen wird bei denen hier. Das kann gut sein. Ich würde bei Peach Nummer 1 packen. Den auf Nummer 2 packen. Sweet Lemon auf Nummer 3 packen. Also dadurch, dass wir jetzt hier die 3 haben, müsste ich tatsächlich das so tauschen. Habe ich mir schon gedacht. Aber ich habe gewusst, Tatsächlich. dass so Peach für Ja. dich Nummer 1 Ja, auf jeden bei der Fall. Auswahl wäre. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Auswahl wäre und wie sie euch schmecken oder was eure Favoriten wären. Würde uns auf jeden Fall mal interessieren, ob ihr jetzt bei TikTok kommentiert oder bei YouTube. Ist egal. Wir freuen uns um jedes Kommentar und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.